Bestimmt muss ich hier irgendwas davon ranzoomen. Dann verschwindet das etwas hier. Dann kommt bestimmt der Schlüssel oder so. Oder willst du wieder irgendwas verschieben? Ich sehe hier keinen Schlüssel. Echt jetzt? Hier war doch vorhin keine Tür. Und ich laufe bis an den A der Welt. Jetzt ist sie bestimmt weg, ne? Hallo? Mr. Satan. Nee, ich gehe mal aufs Klo, ne? Vielleicht das letzte Mal. Ja, klar, natürlich würde ich genauso machen. Weißt du, du gehst auf diesen Teufel zu, aber dich interessiert überhaupt nicht, was hier drunter liegt. Türen regelt frei. So ist die anklickbar, aber tust nichts. Sieht ja sehr vertrauenserweckend aus. Ganz normale Tür. Wie im Krankenhaus. Oh, Toiletten. Toiletten sind auch überhaupt nie gruselig. So erwarte ich einfach, dass hier irgendwo Füße sind. In Spielen gerne Toiletten benutzen können. Das liegt auf Toilette rum. Ja. Scheint ja gut gelaufen zu sein. Ja, dann gucken wir doch mal die völlig normale Krankenhaustür an. Also ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht lockt ist. Irgendwas stimmt mit diesem Ort nicht. Ich sollte wahrscheinlich gehen. Ist das dein fucking Ernst? Jetzt? Das? Das ist jetzt zu viel, ja? Jetzt glaubst du, dass hier irgendwas nicht stimmt, aber dass dich jemand hier eingeschlossen hat, das interessiert dich nicht. Nichts tun. Gut, dann Jumpscare in 3, 2, 1. Jetzt. Nope. Okay. Aber was soll ich denn hier tun? Lassen Sie das Krankenhaus. Ja. Aber das geht doch nicht, weil doch die Tür ab. Gut. Wo zum Teufel ist die Tür? Gut. Also.
wer auch immer hier ist, kann nicht nur Türen abschließen, er kann auch sehr schnell... Wände ziehen und verputzen, wollte ich sagen. Das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, ich höre es am linken Ohr. Wird es leiser, wird es lauter? Wusste doch, mit der Toilette stimmt irgendwas nicht. Okay. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Mit allem, aber nicht beim Bolzenschneider. Oh Gott. Wieso konnte ich mich in diesen Schrank stellen? Einfach nur... wegen dieser Toilettentür, die mir Angst macht. Man glaubt, dass man sich da drin verstecken sollte. Ja, okay. Da hast du mich wieder gefunden. Und nun? Was war? Loading? Oh. Ich kann nichts tun. Mein Gott, mein Kopf, es tut verdammt weh. Ja. Was passiert da? Okay, das war's wohl noch nicht. Nein, ich bin immer noch diesem verfluchten Kackhaus. Ja. Aber du läufst einen Tacken schneller. Das finde ich ja gut. Ich muss verdammt nochmal was. Wahrscheinlich weg von diesem Ort, ne? Nein, ich kann rennen. Oh nein, das ist nicht gut. Also ja, aber auch nein. Und, ne? Weißt schon. Durchgehend rennen, ohne das... Gott, wabbel dabei hin und her. Da war ich zuerst dann, ne? Da bin ich da. Achso, hier war ich schon drin. Okay. Immer diese Türen, die haben das Gesicht drauf. Was? Wieso Taschen reparieren? Was für eine Spielmechanik fängst du jetzt hier an? Okay, so meine Schritte. Ja, viele Fake-Räume hier, oder was soll das? Zum Öffnen der Tür ist ein Personalausweis erforderlich. Lass mich raten, ich muss eine Leiche finden, die einen Ausweis hat. Oh.
Wehe, die haben mir das mit dem Spind gezeigt, weil ich mich noch verstecken muss. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, er wackelt dann und haut dann auf die Taschenlampe. Okay, solange es nur dieses Problemchen ein bisschen ist, kann ich damit leben. Aber noch mehr machen wir jetzt nicht, ne? Weil dann würde ich mich gerne auch sprengen können. Wenn wir schon so anfangen, dass wir einfach mitten drin Sachen ändern. Ausweis? Medical Logbook. Was? Warum sollte ich? Warum? Lass das Spiel. Ganz im Ernst. Lass das. Weil ich kann das auch nicht. So. Es ist doch nur eine Bank hier vor. Es ist ein Schlüssel erforderlich. Das kann ich doch so gut. Ich glaube, ich habe den Schlüssel Zimmer Nummer 6 gesehen. Ja, warum sagst du mir da nichts? Und wo ist Zimmer Nummer 6? Aber danke, dass du sowas sagst. Ah, 1. 1 war ich noch gar nicht drin. Wir bleiben hier mal. Wo hast du bitte diesen Schlüssel gesehen? Du hast gelogen, oder? Ja, ist ja gut. Ist gut. Ah, hast du nicht. Okay. Gott, kann ja gar nicht hingucken. Okay, wir werden nicht mehr rennen. Geh mal drauf.
jetzt noch was kommt. Im Moment. Hä? Was ist das? Ich bin verwirrt. Ich habe gerade, also bis vorhin hatte ich noch halbwegs die Orientierung, aber irgendwie. Ist irgendwann aus der Puste. Okay. So, bitte alle mal einen Schluck Wasser, Tee. Mir ist auch Cola, Kaffee nehmen. Ja, einmal die kalten Knochen knacken lassen. Ja, einmal die Dings reparieren hier. Achso, nee, das ist ja, ja, aber wo kommt denn dieser Schlüssel nochmal hin? Da ist das Ding. Da ist der Spind, wollte ich sagen. Ja, Exit geht leider. Hier war es, okay. Es gab schon lange keinen Jumpscare mehr. Jumpscare. Ausweis. Hallo. Ich glaube, sie hat einen epileptischen Anfall. Ich komme gleich gucken. Ist gut. Einfach nur durchhalten. Du sitzt da ja fest, kann also nichts. Ja, kann also nur gegenzappeln und sich wehtun. Na gut, mit Zunge verschluckt. Das wäre jetzt nicht so gut. Oder ersticken oder was auch immer da passieren kann. Ich komm gucken. Ja, war wohl doch nicht so dringend. Ist wieder weg. Aber nur rein der Vollständigkeit halber werde ich hier noch. Achso, kann ich gar nicht. Alles sehr vertrauensvoll. Es gibt keine Macht. Wie, es gibt keine Macht? Erstmal, es gibt keinen Strom. Ich bin jetzt Schweinchen schlau und folge einfach dem Stromkabel. Ja. Ich gucke mich auch gar nicht um. Ich gucke nach dem Stromkabel. Hier wieder. Was? Wer? Oh, ich. Es tut mir leid, ich habe nichts gesehen. Ich habe es nur gehört. Die Tür war vorher nicht auf, ne? Aber nur der Sound hat meinen Magen ein bisschen zusammengezogen. Schatzi, schläfst du überall? Hör auf mit der Taschenlampe. Schatzi schläft überall. Kann ich das vielleicht zu meiner Verteidigung mit dem oder ein paar Tabletten geben? Es ist doch so viel, hier liegen so viele Tabletten. Irgendwas zur Beruhigung sein. Wie ist sowas entstanden? Außer durch vielleicht ein Erdbeben oder so. Kann das von innen dagegen
ablehnen, wenn es doch keinen weiteren Ausgang gibt? Sind das eigentlich Gummizellen hier? Also nicht Gummizellen, sondern also ohne Fenster, ohne Belüftung und so. Das ist jetzt der Sicherungskasten hier. Es gibt keine Macht. Du hast keine Macht. Ja, ist ja gut. Ich habe euch genau gesehen. Oh, ich habe euch genau gesehen. Ha. Och, Mensch, Handy. Kannst doch nicht genau in dieser Sekunde anfangen zu vibrieren. Drei Stück, ja? Drei Generatoren. Reihenfolge irgendwie. Es gibt keine Macht. Er macht Licht. Ah, es gibt keine Macht. Einen ausmachen, wenn es uns zu viel ist. Ja, ist ja gut. Stellen Sie die Stromversorgung für den Zugang zum Personalraum wieder her. Ja, das ist hier. Steph. Es gibt keine Macht. Oh, okay. Ja, das war wohl nicht so gut. Weiß ich nicht. Ich kann diesen Generator jetzt nicht benutzen. Vielleicht später. Als ob ich das nochmal finden würde. Da auch macht oder es braucht, dass die dritte Generator macht. Es gibt keine Macht. Ist das der richtige Weg? Achso, warte mal, es gibt keine Macht oben für die Tür, ne? Okay. Okay, ich war so konzentriert. Oh, man hat nicht gehört, dass ich halb auf die Tastatur gehauen habe. Blutdruck ist okay, ja. Halte ich für ein Gerücht. Wieder vom Monitor weg. Ja. Danke. Nein. Ja, ist gut. Das machen wir. Die würde ich jetzt bitte gerne nehmen. Im Schrank irgendwas. So, irgendwas Haltbares sein. Das Krankenhaus, der hat noch eine Kantine. Was? Das ist dein Nix. Nichts passiert. Oh, der Ausgang. Ja, ja, der wird bestimmt. Ich kann mich hier verstecken, aber warum?
Gesperrt, verflucht. Alle Ausgangstüren sind verschlossen, verdammt. Dann brech sie auf. Ja, und nun? Geht sie aus dem Garten raus. Entschuldigen Sie? Schwester? Rega? Beides? Diesmal wirklich, oder? Kann ich wieder raus? Du kannst nicht entfliehen. Das denke ich mir ja auch, aber... Entschuldigung, kann ich... Oh, muss ich... Bitte sag mir nicht, dass ich den ganzen Weg so... Ich sollte einen anderen Ausweg finden. Ja, solltest du. Den ganzen Weg zurück musst, da wo auch die Schränke sind. Taschenlampe jetzt nicht. Ich muss bestimmt aufpassen, dass diese Gestalt nicht wiederkommt. Weißt du, ich versteh's nicht. Schieb doch einfach. Speichert das Spiel eigentlich? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn in Deutschland? Na okay, ich habe noch ein bisschen, bevor ich zur Arbeit muss. Ich will es auf jeden Fall nicht nochmal spielen. Okay, da kam ich her, da ist verschlossen. Vielleicht nochmal ins Treppenhaus? Wo er wieder außer Puste ist. Wahrscheinlich jetzt an jedem Ausgang irgendwie. Also nicht Taschen. Was ist hier eigentlich mit diesem? Dauernd ich höre Schritte. Was sind meine? Ich doch schon, ne? Kommt der da auch wieder raus oder war der jetzt nur einmal da? Wie eine Taschenlampe, ne? Jetzt nicht. Wir haben jetzt keine Zeit. Solche Achsen, ich wusste es doch. Entschuldigung.
USA. Oh. Nein. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Ich weiß nur nicht wohin. Dass du mich jetzt den Generator anmachen, bitte. Kein Kraftstoff? So, sag mal. Binden Sie Treibstoff für den Generator? Oh, bitte. Das nicht. Wie sieht denn der aus? Ich habe irgendwo ein Messer gesehen gehabt. In einem Karton. Nein. Hier lag doch ein Schatz hier, oder? Okay. Warum sollte hier Treibstoff sein? Ich sollte Treibstoff gerne machen. Wo in der Nähe von dem Generator sein? Nicht in einem Büro. Scheinbar. Der Teddy hat gesagt, ich soll rennen. Scheiß Teddy. Du scheiß Teddy, ich mach dich kaputt. Kaputt mach ich dich. Ah. Alter. Das hat der Wein nicht gemacht. Schatzi, weißt du, wo der Treibstoff ist? Wenn nicht, dass dieses Vieh hier rumlatscht. Das fände ich nicht cool.